Nintendo. Nintendo. So. Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Luigi's Mansion. Und ja, nachdem YouTube mir es nicht erlaubt, Fabulous Chapters zu spielen. Ja, habe ich mich entschlossen, ein neues Projekt anzufangen. Und ich will das Intro noch nicht sehen. Danke. Habe ich mich entschlossen, ein neues Spiel zu spielen, nämlich Luigi's Mansion. Und da ja demnächst für den Nintendo 3DS Luigi's Mansion 2 rauskommen wird, habe ich mir kurzerhand entschlossen, ach, dann let's playst du eben kurzerhand den Einser für den Nintendo GameCube. Ja, und bevor ich hier mich noch verquassel, fange ich einfach direkt an mit einem neuen Spiel. Und auf geht's. Freut euch drauf. So, Freunde, und da habt ihr schon das Intro gesehen. Ja, das Intro wird wahrscheinlich nicht so deutlich, wenn man jetzt nicht unbedingt genau weiß, um was es hier geht. Wir spielen Luigi, wer nicht kennt, wer kennt ihn nicht, Super Marios Bruder. Und ja, was soll ich sagen? Luigi hat eine Villa gewonnen. Ne? Einfach so. Hat eine Villa gewonnen und sein Bruder Mario ist einfach mal verschwunden. Aus unerklärlichen Gründen. Und ja, Luigi versucht jetzt in dieser Villa seinen Bruder Mario zu finden. Und ja, das war's eigentlich von der Story her. Ja, wir können hier rumlaufen, können unsere Taschenlampe ein- und ausschalten und können nach Mario rufen. Das geht so. Mario! Mario! Und da wollen wir uns auch direkt mal auf die Suche machen nach Mario. Was wäre Luigi ohne seinen Bruder? Nein, das kann ich gleich sagen. In diesem Spiel taucht Mario nur als Nebenfigur auf. Unser Hauptcharakter ist wirklich allein Luigi. Ja, und damit hat er auch seinen großen Nintendo-Auftritt gehabt. Das war damals phänomenal, dass Luigi sein eigenes Spiel bekam. Ah, ich fand das toll. Ich finde das Spiel generell toll. Und hier komme ich nicht rein, übrigens. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal wieder weg. Dupdi-dupdi-du. Oh. Da schwebt ein Schlüssel. Nein! Es flüchtet, das Leuchtegedöns. Oh, ein Schlüssel. Den holen wir uns auch gleich. Dililitit. Yeah! Und dieser Schlüssel öffnet natürlich die Tür da oben. Und da schauen wir auch direkt mal nach, was sich dahinter befindet. Lalalala. Öffnen die Tür. Und da sieht man schon, Luigi ist ein wenig ein kleiner Angsthase. Und ja, das merkt man hier noch mehr. Ah, ich bin jetzt erstmal ruhig. Jetzt kommt er hier. Cutscene. Yeah! Bam!
Autsch! Da will ich noch eine ganz neue Schwer zu tun haben! Ich bin so alt für diesen spurigen Unfug! Nun denn, ist dann, man nennt mich Professor Igitt! Dieses Haus, ich glaube, den Tag zu. Von Tag zu Tag sprung hier mehr Geister. Aber was ein junger Hüppe wie du hier überhaupt verloren? Oh oh, das sieht gar nicht gut aus. Also, kleiner, leg ein Tattoo. Genau, der Butterwo. Der hat eine coole Stimme übrigens. Und hier die coole Musik. Yeah. Luigi, mein Name stimmt, ich glaube, Schicksal. Und wegen Sorge, dass sie unsere Wege kreuzen. Gut abgepasst, Luigi. Wie? Möchtest du wissen, wo du dich befindest? Nun ja, diese heimelige Stube, die mir das Zentrum meiner Geisterstudien und wieder Igitt. Wo ist Geisterforschungslabor? Ahaha, wo ist schlicht und ergreifend das Labor? Ah, verstehst du? Oh Gott. Meinst du, abgezogen bevorzugst? Du hast diese Villa bei einem Wettbewerb gewonnen, an dem du nicht einmal teilgenommen hast? Das klingt mir sehr verdächtig. Du bist also tatsächlich von der Existenz dieser Villa überzeugt. Höchst merkwürdig, das Ganze. Ich lebe hier schon seit ein junger Kerl und 20 Linsen war und ich sage dir eins. Diese Villa ist erst vor wenigen Tagen aufgetaucht. Die Geister haben dich zum Nann gehalten. Keine Ahnung, ob es nur ein böser Geist und böser Traum ist, eine Illusion oder was auch immer. Aber ich wäre nicht sonderlich begeistert. Bum, wenn ich ein Spukhaus gewinnen würde. Wo ich dich so sehe, fällt mir wieder etwas ein. Ein Kerl mit einer roten Mütze, die deiner ganz ehrlich war, lief auch zum Haus. Er hielt nicht mal für ein gutes Mäuschen. Das macht mich sehr traurig. Und er kam auch nicht zurück. Oder habe ich das nur geträumt? Zitze! Wie bin ich? Der Kotze war dein Bruder? Oh nein, wie furchtbar! Ohne meine Hilfe hat er nicht die geringste Chance gegen diese Geister. Du musst ihm folgen. Mir kommt ein Geistesblitz. Ich zeige dir, wie du den Geistern fertig wirst, damit du deinen Bruder retten kannst, Luigi. Yeah, auf geht's. Ja, hier sieht man die Steuerung. Aber das werde ich jetzt nach und nach alles erklären. Dies ist der Staubsauger, den ich zur Geisterjagd entwickelt habe. Ich nenne ihn das. Ich nenne ihn, das ist genial! Schreckweg 0816! Ja, Mann! Er schluckt alles Mögliche und Unmögliche, wir fielen mal an! Alle, der hat das gedrückt, ja, und ja, klar. So kann ich saugen und hier kann ich rumwedeln, yeah! Schöner? Ja, wie geht's weiter? Ganz gleich, wie für mich stark mein Bruder ist! Es ist recht rätselhaft, auf wirkliche Weise kann man sie nicht fangen! Also sollst du ihn das hier einsetzen. Nur so kannst du sie bezwingen. Weggeklickt, yeah! Oder so ähnlich. Na, nun ja. Was hältst du davon, wenn wir nun mit deinem Training beginnen? Geist der Mönch ist dunkel. Folge ich mal, sieh das Licht. Wenn du sie also mit einem Licht schreibst, sehen sie für einen kurzen Moment unter Schock. Dann ist es Zeit, den Sauger zu aktivieren. Wenn du nah genug bist, ja, das weiß ich. Ja, ich weiß Bescheid. Versuche es doch mal. Auf diese Weise lernst du es viel besser, wie wenn du immer noch beim Plaudern drückst. So, pass auf. Wir müssen immer vor den Geistern müssen aktivieren und dann zack! Bam! So geht das. Habt ihr das gesehen? Und wie gesagt, jedes Mal, wenn du ein Herz eines Geistes sichtbar wirst, kannst du ihn aufsaugen. Hey! Ja. Ist klar. So, hallo Geist. Na? Verdammt, das war schlecht. In der Herz des überraschten Geisterscheins kannst du ihn aufsaugen, indem du die Erdplatte gedrückt hast und ihn ordentlich bewegt. Naja, ist klar. Weiß doch Bescheid, verdammt. So, boom! Und Nummer 2, oh Gott. Und Nummer 2, los, du gehörst mir, yeah! Ja, ich weiß doch, wie das geht, Mann. Ja, man muss, nachdem man saugt, in die entgegengesetzte Richtung lenken, um sie möglichst schnell einzusammeln. Geister, wir denken, ich kann nicht dunkeln. Komisch, was? Da, sie kommen! Aber natürlich kann man auch mehrere Geister auf einmal aufsaugen, nämlich so! Yeah! Und... Bam! Yeah! Und letzter! Verdammt! Letzter, habe ich gesagt!
Freund hier hingeklärt, denn die kombinierte Föhne Hund, das Schlamm bei uns, Schreckweg 086 voraus. Du gehört kleiner? Das macht ihn zu schaffen. Mann, wie viel hast du? Meine Güte, ah, Geister! Oh Gott, bin ich schlecht. Naja, egal. Ich denke, du bist jetzt bereit, deinen Bruder zu suchen. Ja, das bin ich. Auf geht's. Halt, Verein, du bist ganz schön ins Schwitzen gekommen, was? Was hältst du von einer kurzen Verschnaufpause in der Galerie? Wie bist du denn stolz auf sie, weißt du? Nö, das zeige ich später. Ach, wirklich? Kein Interesse? Luigi! Wo soll's hingehen, Luigi? Zur Villa, bitte. Sei vorsichtig, Luigi. Oh Gott, die Stimme ist anstrengend. So, und hier sind wir jetzt wieder. Und jetzt wisst ihr auch unser Hauptziel von dem Spiel, ne? Okay. Nämlich müssen wir mit unseren Schreckweg 0816 bewaffnet versuchen, unseren Bruder zu retten, der anscheinend von Geistern entführt wurde. Ja, und ich spreche jetzt erstmal den Todi an. Hallo, na? Oh, wo steckst du nur, Mario? Was, Luigi? Oh, ich bin's, du bist es, Luigi. Du hast es doch noch geschafft, bin ich froh, den Himmel sei Dank. Hab ich hier bin? Nun, wenn sie sich spannend mich hier nach Mario zu. Er macht sofort auf, als er hörte, dass du auf eine Villa gewonnen hast. Du hast nie zurückgekehrt. Als ich hier ankam, über diese ganze Runde von Geistern und Mario. Kein breit und breit, keine Spur. Da bin ich durchgedreht und ich wusste nicht mehr meine. War furchtbar. Ich will ja, du musst mir El Mario finden. Du magst dir kein Bild davon, wie aufgeregt die Prinzessin sein wird, wenn er nicht zurückkehrt. Sie wird im Sechseck springen. Klar, überlass mir das, Junge. Juhu, danke, Luigi. Da fehlt mir ein riesiger Stein vom Herzen. Und er macht Licht. Ja. Ich wünsche, ich könnte dir helfen. Warte mal, ich hab's. Lass mich wenigstens das hier tun. Ja, das ist die Speicherstation in diesem Spiel. Da kann ich speichern. Wunderbar, ne? Ich kann dir deine Hilfe bitten. Und noch eine. Ach, das wollte ich jetzt nicht. Ah, verdammt, Mann! Noch ein geheimes, nein. Eine Aufgabe dieses Spiels ist, möglichst viel Geld einzusammeln. Ja, weil ich gierig bin. Nee, ich weiß gar nicht, was das Geld eigentlich noch bringt. Egal. Irgendwas wird schon bringen. Und das ist überall hier versteckt. Zum Beispiel auch hier in diesen Dingens hier. Überall Geld, gib mir das Geld, ich will das Geld haben, Geld, gib mir das Geld, Geld, Dankeschön. Ach ja, und eins habe ich euch auch noch nicht gezeigt, man kann hier mit den X-Knopf, kann man den Gameboy aufrufen und hier kann man alles mögliche scannen, zum Beispiel das Ding hier oben und Luigi sagt dann meistens was dazu, okay, trotzdem nicht, dann hier. Da könnte etwas drinstecken. Ja, das habe ich leider schon rausgeholt. Aber ich gehe jetzt mal da rein. Denn jetzt bewaffnet können wir auch den Geistern entgegendrehen. Erstmal natürlich das Geld aufsammeln. Weil ich es kann. So, gib mir das Geld. Ja, Geld haben wollen. So. Hier war nichts drin, okay. Ist da was drin? Geld? Ah, Geld! Viel Geld! Oh, nom 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 nom. Gib mir das Geld! Schön. So, und hier Tischtücher und sowas kann man auch wegziehen. Wunderschön, detailliert das Spiel. Ein tolles Spiel. Ah, und so, Herzen füllen unsere Gesundheitsanzeige links unten am Bildschirm auf. Aber ich glaube, wir müssen hier diese Kerzen hier löschen, oder? Hallo? Kerzen löschen. Dankeschön. Hier hat Kerzen gelöst, die Tatur grün, futsch, froschgrün. Nun, dunkle Träume werden vielerlei gefasst. Sie legen die Dummheit und kriegen sie dich. Jetzt bist du dran, wuh. Ihr werdet dagegen nicht sofort diese Rotkäppchen. Auf dass du in der Dunkelheit wirst. Auf ewig. Hast du Angst vor der Dunkelheit, kleiner Mann? Na, sag schon. Mach dir aus dem Fass. Ah, jetzt kommen natürlich Geister, aber die saugen mir doch gleich alle ein. La 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 la. Schön.
Und... Bah! Keine Chance gegen mich. Bäm! Ja. Ah, da ist der Nächste. Ich wollte sagen, da war der Nächste. Wupp. Yeah. Oh, das war schon alles. Ist ja billig. Ich brauche Herausforderungen hier. Und oh, wir haben den Schlüssel bekommen. Und er führt in die Tür neben uns. Ja, das habe ich euch, glaube ich, auch noch nicht gesagt. Mit Z... Nein, das ist das Item-Menü. Ja, das erkläre ich später nochmal. Wie rufe ich denn nochmal die Karte auf? Ach so. So kann ich die Karte aufrufen und durch die... durch das Schloss zoomen. Also, das seht ihr schon. Es hat ein Kellergeschoss, ein Erdgeschoss, einen ersten Stock und einen zweiten Stock und ein Dach. Also haben wir schon einiges vor uns, aber... ich glaube, so viel Spielzeit hat das Spiel gar nicht. Mit eher ein kurzes Projekt, sagen wir mal so. Dann gab es jetzt hier in dem Raum noch was? Ich glaube aber an nicht. Gut. Dann würde ich sagen, die Zeit neigt sich dem Ende oder ist schon überschritten. Naja, ist ja egal. Ich speichere bei diesem Tod. Ja, speichern. Und dann würde ich sagen, das war Let's Play Luigi's Mansion für heute. Und man sieht sich dann im nächsten Part. Also dann, Mario. Bis dann. Ciao, Leute. Luigi verabschiede ich. Mario. Er kann nicht verabschieden. Also dann, macht's gut, Leute.